Zeit zu sterben. Sind bereits in der Luft. Das ist doch ein bisschen zu viel für mich alleine. Bringt euch in Sicherheit! Zu dem. Vorsicht! Die Stadt wird belagert! Achtung! Mein Greif wurde verletzt! Sie haben es auf uns abgesehen! So. Der Greif wartet schon. Auf eilenden Schwingen. Hier bin ich. Bin unterwegs. Da kommt gerade noch einer. Verteidigt unsere Stadt! Sie schlagen zu! So, drei Kleriker. Ein Paladin. Da ist der Gottstein dieser Insel. Da ist der Dorfälteste Tario. Oh, da ist Aria. Hm. Da waren gerade ein paar nette Sachen dabei. Vielleicht für meinen Kämpfer. Nee, nicht wirklich. Schade. Oh, hier oben sind auch noch Vorräte. Also Eisenvorräte. Was wünscht ihr? Dann los! Schon dabei! Hier bin ich! Was wünscht ihr? Das ist schon mal gut, dass da sehr viel Aria und Eisen sind. Gehen wir es an! So, dann hören wir uns mal an, was Tario zu sagen hat. Des Kaisers Hand möge euch segnen, Feldherr. Bei den Gräbern meiner Ahnen, ihr seid ja ein Nordländer. Ja, auf der Suche nach Empyria. Da müsst ihr nicht lange suchen, aber kommt. Setzt euch zu uns, nehmt Wein und Brot. Unser Heim ist das eure. Das würden mir nicht viele Menschen anbieten. Aber ich muss weiter nach Empyria. Dann haltet euch weiter nach Süden. Immer dorthin, wo es nach Sünde und Abschaum riecht. Folgt einfach den Horden der Plünderer. Die Stadt wird fast ständig belagert. Noch mehr Gegner im Süden? Dann muss ich weiter. Wenn ihr schon nicht meine Gastfreundschaft wollt, nehmt als Dank diese beiden Gegenstände. Ein Stab und ein Schild. Sie sind leider beide zerbrochen, aber ein guter Handwerker kann sie euch wieder richten. Ich wünsche euch viel Glück. Ich muss mich nun wieder um unsere Verteidigung kümmern. Mögen eure Ahnen euch schützen. Ja, könnt ihr meine Truppen mit Rohstoffen beliefern? Ihr verlangt viel, Nordmensch. Dies ist ein armes Land. Man sagt, die Hand des Kaisers verwandle Asche zu Gold. Aber ich sage euch, sie macht vor allem Bauern zu Bettlern. Die Steuern sind hoch. Ich werde euch den Zugang zu einem unserer Vorratslager öffnen. Mehr können wir euch nicht geben. Ich hoffe, es hilft euch. Ihr seht krank aus. Was habt ihr? Unser Wasser ist mit bösen Geistern verseucht. Wer es trinkt, dem zerfrisst es die Eingeweide. Wer sich damit wäscht, dem verbrennt es die Haut.
Unser Brunnen ist ein Ort des Todes. Ich habe einen unserer Krieger, Tantaro, geschickt, um den Grund zu finden, warum unser Wasser zu Gift wird. Er wollte in den Norden gehen. Dort liegt die Quelle, die unseren Brunnen speist. Aber er ist nicht zurückgekehrt und unser Trinkwasservorrat schwindet, Tag für Tag. Warum sagt ihr nicht gleich, dass es so schlimm um euch steht? Ich wollte euch nicht noch mehr belästigen, aber wenn ihr die Zeit findet, dann geht in den Norden und sucht Tantaro. Vielleicht könnt ihr uns gemeinsam von dem Gift im Wasser befreien. Was ist das für eine Bande, die euch belagert? Sie sind die Hasim, räuberische Stämme aus der Roten Wüste, zusammen mit den einstigen Piraten der Onyx-Bucht. Die Konvokation hat deren Schiffe zerschlagen und nun setzen sie ihre Raubzüge kurzerhand zu Fuß fort. Diese beiden Banden werden immer dreister. Nun belagern sie sogar Empyria. Wenn sie nicht bald abziehen und die Handelsstraße wieder geöffnet werden kann, dann werden wir hier elend zugrunde gehen. Oder sie schlitzen uns vorher die Kehlen auf. Und kein Kaiserlicher weit und breit, um uns zu helfen. Aber unsere Steuern, die nehmen sie gerne. Geht nur nach Empyria, geht dorthin und schaut, wie sie unser Geld verprassen. Und wenn ihr uns dabei von der Plage dieser Hasim befreit, will ich auf ewig zu meinen Ahnen für euch beten. Bei Dorfältesten sieht er übrigens sehr gut bewacht, bewaffnet aus. Was hat es mit diesen zerbrochenen Waffen auf sich? Sie gehörten einem Anführer der Hasim, die unser Dorf angegriffen haben. Als unser Schmied ihn erschlug, flohen sie. Der Anführer hatte diese beiden Waffen bei sich. Sie schienen magische Kräfte zu haben. Leider zerbrachen sie, als er fiel, und nun sind sie nutzlos. Wenn ihr euch bis Empyria durchschlagen könnt, dann zeigt sie dort der Handwerkerin Niam. Sie kennt sich mit allen Arten von Waffen aus und kann sie euch vielleicht wiederherstellen. Eine bessere Entlohnung kann ich euch leider nicht bieten. Die Steuern lassen uns gerade genug zum Leben. Okay. Oh, der Turm brennt ja lichterloh langsam. Reißen wir ihn mal ein. Und euch schicke ich mal dahin. Ich habe Erfahrungspunkte erhalten, yay. Ich bin schon fast Level 31. Das geht gerade relativ lang. Feindkontakt! Gut. Das ist nicht euer Ernst. Ein Monument verliert seine Kraft. Sofort. Da sollte ich meine Heroes. Jawohl. Bereit für den Kampf. In die. Bereit für den Kampf. Gebt das Zeichen. Verantwortung nehmen. Einsatzbereit. Gut, gucken wir mal. Vergiftetes Wasser. Der Brunnen des Dorfes in der Onyxbucht ist vergiftet. Die Wasservorräte der Dorfbewohner sind. Ein Monument verliert seine Kraft. Und Tantaro, den sie zur Quelle geschickt haben, ist nicht zurückgekehrt. Geht zur Quelle im Norden der Onyxbucht und sucht nach Tantaro. Tantaro wurde ausgeschickt zu ergründen, wie das Gift in die Quelle kommt. Er ist seitdem verschollen. Ein Monument verliert seine Kraft. Mhm. So, wir bringen wieder Aria rein, das ist gut. Erwarte Befehle. Wird sofort ausgeführt. Feindlicher Angriff! Feindlicher Angriff! So, Tantaros Handschuhe. Stehe bereit. Verstanden. Zu Befehl. Wobei, auf meinen Befehl. Bleib mal bei mir. Folgt mir. Sofort. Wir sind bereit. Sind bereits in der Luft. Thank you.
Aber ja, ist gut, dass er das Aria für uns freigegeben hat und nicht das Eisen. So, jetzt brauchen wir noch den Stab von Tantaro. Tagebuch lesen. Ja, das kennen wir alle schon, das überspringe ich mal. Bereit. Und los. Vorwärts. Ah, ich kriege aber seinen tollen Stab nicht. Schnell. Verstärkt die Verteidigung. Sie schlagen zu. Also ich muss ja leider zugeben, die menschlichen Magier... Oh, da ist Tantaro. Der lebt also doch noch. Der ist jetzt hier aufgetaucht, gut. Könnte jetzt übrigens auch theoretisch den Lichtkönig ausrüsten, aber ja, warten wir erstmal damit noch. Ja, eine Quelle. Weg! Bleib weg! Das ist mein Wasser! Weg! Ihr seid Tantaro, nicht wahr? Was ist mit euren Händen passiert? Ihr seht krank aus. Nicht näher! Das ist mein Wasser! Ich töte euch. Ich tue es. Ihr sollt die Quelle reinigen, nicht ihr letztes Wasser für euch beanspruchen. Sie kann nicht gereinigt werden. Das Dorf ist verloren. Alle sind verloren. Die Hasim werden sie sowieso alle töten. So lebe wenigstens ich. Bleibt weg, oder ich schlag euch den Schädel ein. Schon gut, Tantaro. Ich gehe. Ja, geht weg. Okay. Weg! Irrsinniger! Ihr könnt nicht das ganze Dorf opfern. Zur Seite! Ich hab euch gewarnt. Ihr bekommt mein Wasser nicht. Ich mach euch tot, dann habt ihr keinen Durst mehr. Ja, der Typ ist leider wahnsinnig. Zurück mit euch! Verzüglich. Für die Rune. Vorsicht! Schlagt sie zurück! Verteidigt euch! Bald haben wir auch die Nahrung, die wir brauchen für das letzte Bevölkerungsupgrade. Vorsicht! Ja. Entfernt den Gegenstand aus der Quelle mit Tantaros Nagelstock. Etwas in der Quelle verkeilt, was ihr Wasser vergiftet. Etwas ist in der Quelle verkeilt, das ihr Wasser vergiftet. Benutzt Tantaros Nagelstock, um es herauszuholen. Aber seid vorsichtig, das giftige Wasser wird euch dabei verbrennen, wenn ihr keine Handschuhe habt. Ja, die Handschuhe haben wir ja. Dank des Drachens. So, Nagelkeule. Stufe 36, netter Ring. Zeremonienkappe. Eisenholzschild, Silberstachel und Kugel des Universums. Ja, das ist alles klar. Nagelstock nach dem Gegenstand stochern. Tastet mit dem Nagelstock im Inneren der Quelle zwischen den Steinen. Den Nagelstock nach rechts bewegen. Tastet mit dem Nagelstock im Inneren der Quelle zwischen den Steinen. Den Nagelstock nach oben bewegen. Tastet mit dem Nagelstock im Inneren der Quelle. Nach rechts bewegen. Ja, ihr tastet. Nach unten bewegen. Ihr tastet mit dem Nagelstock im Inneren der Quelle zwischen den Steinen. Der Nagelstock tackt sich an etwas fest. Als ihr ihn herauszieht, steckt am seinem Ende eine tote Kreatur, die jede beißende Flüssigkeit absondert, die das Gift die das Wasser vergiftet. Ihr habt die Quelle gesäubert und fließt wieder frisches, klares Wasser zwischen den Steinen.
Ja. Kehrt zu Tarium Dorf zurück. Dorf nahe dem Zentrum. Kehrt zurück zu Tarium Dorf nahe dem Zentrum der Onyxburg. Hey, Level Up. Oh, und ich habe 10 Erfahrungspunkte. 10 Attributspunkte.